Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Jens Menenze Huhns, heute für die Wildvögelchen. Also wer wegen Hühnern guckt, heute nicht, heute geht es um Wildvögel. Und zwar bauen wir heute eine Futterspirale für Meisenknödel. Ne? Meisenknödel kennt jeder von euch und der ein oder andere füttert sie vielleicht auch. Und um diese Meisenknödel sind ja immer diese ekligen grünen Netze drum, sage ich mal, wo sich auch schon mal, bei mir zumindest, das ein oder andere Vögelchen drin verfangen hat. Wenn ich Meisenknödel im Netz hinhänge, dann nehme ich eigentlich nur die großen. Das sind 500 Gramm Knödel. Ne? Und die kleinen Meisenknödel, die wiegen so bei 90 Gramm. Also kann sich jeder ausrechnen, wie viel kleine Knödel er hinhängen müsste, um die Masse eines großen Knödels zu haben. Ne? Die kleinen, das lohnt sich einfach nicht. Und ich habe da 5 oder 6 Netze und bei dem großen habe ich nur 1. Gut, jetzt kann man natürlich auch Meisenknödel ohne Netz kaufen und ja, die so hinzuschmeißen ist auch doof und dafür bauen wir heute mal ein Futterkörbchen. Ich habe da hinten schon eins hängen, das wird eigentlich sehr gut angenommen, aber das ist von der Sache her eigentlich ein bisschen groß im Durchmesser und darum machen wir heute mal ein kleineres. Das ist auch ratzfatz gemacht, nichts Wildes, aber ist vielleicht nur eine Idee für jemanden, der sagt, Mensch, die Netze würde ich mir gerne sparen, Umwelt, Plastik und so. Ne? Brauchen wir nur ein Stück Draht für und natürlich ein paar Meisenknödel. Die bevorzugten Meisenknödel meiner Wahl sehen so aus. Die sind von, jetzt muss ich mal gucken hier im Karton, von Dena Natura und das sind Beerenknödel. Beerenknödel sind natürlich gerade für die Weichfresser total interessant. Ne? Rotkehlchen, was weiß ich was alles. Für Vögel ist meine bessere Hälfte zuständig, die kennt sich da wesentlich mehr aus. Ich bin hier immer nur die umsetzende Kraft. Aber ich mache es ja gerne. Und in diesen Knödelchen sind halt wirklich auch Beeren mit drin. Und die werden total gut angenommen. Und so ein Eimer, der hält bei mir in der Regel 4 Wochen. Da sind 100 Stück drin. Und außerdem füttere ich pro Woche noch ungefähr 20 Kilo anderes Futter plus Sonnenblumenkerne plus reichlich halt. Ne? Reichlich. So, wie ihr eben gesehen habt, hängen da hinten ja auch 2 Spiralen. Die eine ist für Erdnüsse. Dafür habe ich ein Wühlmausgitter genommen. Das hat irgendwie so eine 8 mm Maschenweite. Die Knödel sind natürlich wesentlich größer. Und dafür nehmen wir heute mal einen ganz normalen Kaninchendraht. Das ist halt was ich noch da habe. Da werden die Knödel nicht gleich durchfallen. Aber die kleinen Stücke dann halt. Was auch nicht so wild ist, weil es gibt ja auch genug Vögelchen, die ihr Futter dann vom Boden fressen. Jo. Das Ding nehmen wir jetzt und dann messen wir erstmal aus, wie viel wir dafür brauchen. Ja, ist also nicht so wirklich viel. Ne? Wenn ich das Ding hier abschneide, das sind jetzt so, keine Ahnung, ich könnte es übermessen. Da fällt der Knödel. Ja, so 20 cm. Es geht darum, dass die Knödel halt nicht ganz so viel Platz haben, hin und her zu rutschen, weil die Vögelchen da manchmal nicht drankommen. Da hinten in der Spirale, die da jetzt hängt, die ist ein bisschen groß vom Durchmesser und deswegen will ich jetzt eigentlich noch mal eine kleinere machen. So, so. Roundabout 20 cm. Gut, schneiden wir den mal ab und dann ist gut. Jo, damit sich unsere Vögelchen denn nicht an dem Draht verletzen, das sollen sie ja nicht, gehe ich jetzt immer vor und biege die ganzen scharfen Kanten nach innen. Ne? Das Ding wird dann hinterher ja so zusammengerollt und dann sind alles, was spitze Drähte sind und so, das ist alles nach innen. So, dieses ganze Ding wird jetzt durch Biegen ein bisschen in Form gebracht und dann verbinden wir die Enden, ne, mit Kabelbindern. Macht nichts, wenn es viele sind. Weil da hängen ja zum Teil auch mehrere Vögelchen dran, ne? Muss ja halten. Klar, da hängt natürlich keine Eule dran mit 4 oder 5 Kilo Lebendgewicht. Aber ist ja auch doof, wenn die da dran rumeiern und dann fällt das Ding runter, ne? Da will ja keiner. Dann brauchen wir sie ja nicht füttern, dann können wir sie ja gleich vergiften. Und das will ja erst recht keiner. Das Ganze muss natürlich noch so groß sein, dass der Knödel hinterher noch reinpasst, ne? Upsala. Also ich hätte es jetzt tatsächlich noch einen Tuck größer lassen können. Oh ja, gucken wir mal. Ne? So, am Ende unserer Spirale
tütteln wir den Draht jetzt einfach nur mal ein bisschen nach innen rein. Die Knödel da nicht rausfallen. Ne? Machen wir hier auch nochmal einen Kabelbinder durch und gut ist. So, in diese Spirale passen jetzt ungefähr 5 Knödel rein. Na, ich denke mal, das soll auch reichen. Jetzt schneiden wir die hier oben nochmal ab. Biegen die Drähte so ein bisschen um. Und dann ist das eigentlich schon fertig hier heute, ne? Das ist nichts Großes. Jo. Hier muss ich nochmal einen neuen Kabelbinder drum machen, sehe ich gerade. So, was ich jetzt schon definitiv sagen kann, das ist ja ein Sechskantgeflecht, was ich hier genommen habe, weil ich es gerade noch liegen habe. Mit dem punktgeschweißten quadratischen Draht, da geht das besser. Der ist nicht so wabbelig und ja, ich meine, dafür wird es jetzt funktionieren. Ne? Aber wenn man jetzt die Wahl hat zwischen einem Sechskantgeflecht und einem viereckigen, da würde ich lieber empfehlen, nehmt den viereckigen. Geht besser. So, Leute, Knödel rein, hingehängt. So, zum Hinhängen ziehe ich hier oben auch einen Kabelbinder durch und den hänge ich dann über meine Schraube, die ich daran gemacht habe. Und wenn der über der Schraube hängt, dann zupsele ich den mit dem anderen Kabelbinder nochmal richtig an der Schraube fest, ne? Dass der auch, wenn Wind weht und so, dass der keine Chance hat, da irgendwie wegzufallen.